Herzlich willkommen zu unserem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt schauen wir uns den, ja, sehr wahrscheinlich besten Auftritt von Markus Rühl. Das war die Night of Champions im Jahr 2002. Da kommt auch später die Frage, ob er, dass er ja nicht massig genug war. Nicht massig genug? Das war der Grund ja dafür, warum, dass er nicht gewonnen hat, die Ausrede dafür. Aber haben da sie ihm gesagt. Aber da hat er doch gewonnen, oder? 2002. Ja, ja, ja. Ja, ja, da hat er den halt. War das 2002 oder wann war das? Nee, beim Mr. Olympia dann. Ach so. Aber das ist Night of Champions jetzt, ne? Aha. Das sieht schon brutal aus. Ja, das ist schon riesig, ne? Ja. Ja, schon brutal. Heftig, he? Okay. Ja. Weißt du, was er dann Bühnengewicht hatte? Ich weiß nicht, aber schon riesig, ne? Brutal. Hat er auch trocken, ne? Ja. Ja, von hinten hätte er noch ein bisschen härter sein müssen. Hast du ja gesehen, ne? Ja. Aber von vorne, von der Seite, mega. Total. Arme. Ja. Streifen in der Brust. Ja. Am Arsch, ja. Am Arsch hängt noch ein bisschen was, ne? Ja, ja. Aber ja. Sonst. Ja. Der Peak, der Bizeps-Peak von hinten. Ja, Arme. Ja. Aber damals, damals hat man gar nicht so viel Wert gelegt, also auf den Hintern, dass er so gestritten war und so, ne? Das kam erst später, ne? Aber wie gesagt, von vorne, von der Seite mega, ne? Ja, riesig halt, ne? Ja. Brutal. Ja. Dann haben wir jetzt ein paar Fragen dazu. Ja. War das der beste Markus Rühl, den wir je gesehen haben? Wie schon eben gesagt, von vorne, von der Seite. Brutal. Von hinten ja, hätte er ein bisschen tick härter sein können, vor allem am Hintern. Aber da war das noch nicht so gang und gäbe, dass da die Athleten von hinten total gestriffen waren oder sowas. Das war noch nicht so die Zeit, das kam erst später. Aber momentan, ich kann mich auch nicht so an andere Auftritte jetzt von ihm erinnern. Aber da, wo er da die Night of Champions gewonnen hat, das war schon mega Form. Ne? Ob das die beste ist, weiß ich nicht. Müssen wir den Markus mal selber fragen. Ne? Weil ich habe das so selber nicht so auf dem Schirm, dass ich so seine alle da Wettkämpfe jetzt noch im Kopf habe und das noch verfolgt habe, dass ich da ganz genau noch weiß, wie er da und da ausgesehen hat. Ich denke, dass er das am besten selber weiß. Mhm. Ne? Aber da muss erstmal einer hinkommen mit der Masse, so das auf die Bühne zu bringen. Also ich und das mal noch vor über 20 Jahren. Ja. Also. Ja. Das ja. ist mega. Also richtig brutale Leistung. Ich würde sagen, mit 2004 Mr. Olympia auf jeden Fall mit einer seiner besten Formen, die er hatte. So, Frage sein. Markus Rühl gilt als ungekrönter Mr. Olympia. Hätte er den Titel verdient gehabt und wann? Ja, also wie gesagt, 2004. Wir haben da mitgemacht. Der Coleman war schon dabei. War der noch dabei, ne? Das weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht mehr, ne? Ich glaube nicht, da war der Cutler schon dabei, ne? Also so genau habe ich es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, ne? Weil das sind so viele Sachen also mittlerweile in den letzten Jahren gelaufen. Ja, heiß diskutiert, aber ja, das ist jetzt dann die Frage, kommt also den noch Jay Cutler hätte schon schlagen können, denke ich. Und, also Coleman in seiner besten Form nicht, ne? Aber der Coleman, wie gesagt, der hat ja 8-mal gewonnen. Der war am Anfang von den, wo er seine erste Mr. Olympia gewonnen hat, da war der so, hat er so die beste Form gehabt und dann hinten raus. Ist das dann, der ist ja immer massiger geworden, ich würde sagen eher schlechter, aber so der Coleman in seiner besten Form, der Markus hätte den nicht schlagen können, aber den Jay Cutler auch, wo er so die beste Form hatte und der Markus, also ich denke, den Jay Cutler hätte schon schlagen können. Also wenn das wirklich, kommen wir aber gleich nochmal drauf, also ich gehe jetzt schon mal ein bisschen drauf ein, wenn wirklich dass die einzige Ausrede der Judges damals war, dass er nicht massig genug war, um zu gewinnen. Nicht massig genug? Er war nicht massig genug, um das zu gewinnen. Also dann würde ich schon sagen, dass er den Titel dann dort verdient gehabt hätte. Weil für mich ist das, sage ich ganz ehrlich, eine zu einfache und billige Ausrede, einen Markus Rühl als nicht zu massig, vor allem dort als nicht zu massig hinzustellen und zu sagen, deswegen hat er nicht gewonnen. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen, dass das irgendwie
Der Markus ist oder der ist und bleibt einer der besten, der schwersten Athleten überhaupt in der Bodybuilding-Geschichte. Also wirklich einer der massigsten überhaupt. Ja. Und dass er da nicht massig genug war, also das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Also, gar keinen Fall. Nee. Kann man das nicht damit irgendwie entschuldigen. Nein. Nee. Also wie gesagt, jetzt kommt die Frage 3. Was glaubt ihr, warum er nicht gewonnen hat? 2004 haben die Judges ihm gesagt, er sei nicht massig genug. Ja, warum hat er nicht gewonnen? Also wie gesagt, wenn das die einzige Ausrede ist oder das einzige Kriterium war, warum er nicht gewonnen hat, dann kann es nur an der Politik gelegen haben. Das ist nicht die Ausrede. Also es kann nicht die Ausrede sein, deinen Markus Rühl als nicht zu massig hinzustellen. Ich denke, er sollte nicht gewinnen. Ja, richtig. Er durfte nicht gewinnen. Was soll ich dazu sagen? Er sollte nicht gewinnen. Also. Ich glaube, er hätte an dem Tag, glaube ich, mit nochmal 3% weniger Körperfett und 20 Kilogramm mehr Masse hinstellen können. Er hätte genau die gleiche Ausrede bekommen. Ja, ich meine, wenn er noch massiger wäre, das geht ja gar nicht mehr, da wäre er total unsymmetrisch. Er hätte an dem Tag machen können, was er will, er durfte nicht gewinnen. Ja, glaube ich auch nicht. Nein. Also das ist ja. Wie gesagt, ich glaube, wie ich eben schon gesagt habe, er sollte nicht gewinnen. Ne? Könnte Markus Rühl mit dieser Form heutzutage den Mr. Olympia gewinnen? Schwierig, weil heutzutage, die legen viel mehr Wert drauf, auf die Rückseite quasi, ne? Dass der Hintern quasi härter wird und sowas, der Rücken, obwohl beim Hardy der Rücken war auch echt weich. Ne? Das stimmt. Also beim Hardy war der Rücken wirklich weich, der Hintern war total gestriffen, ne? Knüppelhart. Und Rücken war weich, hat trotzdem die Olympia gewonnen. Ja, richtig, richtig. Ja, also das weiß man nicht, das müssen wir irgendwie daneben mal hinstellen. Also ob er gewinnen würde, weiß ich jetzt nicht, aber er war auf jeden Fall ein Kandidat. Ja. So für die Top 5 oder Top 3 auf jeden Fall. Ja. Richtig, schwierig zu sagen, ja. Schwierig zu sagen, ich meine, man legt da viel mehr Wert jetzt auf den Hamstring und auf den Gluteus halt, ne? Allgemein auf die Linie. So. Ja, und da hätte er wahrscheinlich auch ganz anders trainiert. Ich hätte heute auch ganz anders trainiert. Ich würde mich noch mehr auf den Hintern, den Beuge und den Rücken noch konzentrieren. Obwohl mein Rücken, von hinten habe ich sehr gut ausgesehen, aber da hätte ich noch ein bisschen mehr Gas gegeben. Aber das kann man nicht so wirklich jetzt vergleichen. Wäre ich mir jetzt auch unschlüssig. Könnte ich so pauschal nicht sagen. Kann man nicht sagen, das ist schwierig. Ja. Aber er war auf jeden Fall eine Erscheinung. Ne? Ja. Also er wäre auf jeden Fall ein Mitfavorit für die Mr. Olympia. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ein Mitfavorit. Ja. Zu dieser Zeit war Deutschland eher für seine Massemonster bekannt. Ist Deutschland mittlerweile eher das Land der Classic Physik geworden? Aber ich glaube nicht nur Deutschland, oder? Ich glaube, Classic Physik ist inzwischen überall sehr dominant geworden. Sehr dominant, sehr präsent, weil es einfach für viele viel schneller erreichbar ist, jetzt da die gewisse Masse aufzubauen. Und wenn man nicht die Genetik hat, ein Massemonster zu werden oder noch viel mehr Muskel drauf zu packen, dann ist das die beste Klasse. Und es gibt auch einige, denke ich, auch Athleten, wo gar nicht in die offene wollen, also richtig, genau. Dasselbe, ja. Weil die das nicht vielleicht mögen oder die wollen gar nicht so aussehen, dass die mit 150 Kilo in der Offseason rumlaufen, ne? Das wollen die gar nicht. Und deswegen muss man das auch verstehen. Und deshalb denke ich, dass man das allgemein sagen kann, dass es nicht nur Deutschland ein Land der Classic Physik geworden ist. Das ist weltweit. Ich glaube, überall. Das Amerikaner, in den USA waren es ja auch. Also es ist ja nicht nur Deutschland, früher Massemonster. Genau. In den USA waren ja früher auch Massemonster. Und jetzt inzwischen auch, schaust du dir an, Chris. Das ist Beispiel. Gut, er ist Kanadier, Chris Bumstead ist Kanadier, aber trotzdem. Wahnsinn. Auch in den USA, die ganzen Classic-Physik-Leute und so weiter. Also würde ich sagen, dass es nicht nur Deutschland ist, sondern weltweit die Classic-Physik eher dominant geworden ist. Ja, ich denke, dass auch das ist eher so die Zukunft für den Sport quasi. Ja. Weil nicht jeder zum Beispiel auch Normalo sich die offene Klasse angucken will, weil er findet schon viel zu viel. Und die Classic Physik ist dann so eher, kann man die besser verkaufen, die Klasse. Ne? Man muss auch ehrlich sagen, also ich glaube, so die Classic Physik ist auch so ein bisschen die Klasse, die so ein bisschen den Sport gerettet hat, muss man ehrlicherweise sagen. Das würde ich auch sagen, ja. Weil, wie gesagt, diese Massemonster, diese wollen nicht alle sehen, dort wollen nicht alle hin. Genau. Deshalb
finde ich es ganz gut, dass man da so ein Zwischending gefunden hat zwischen Ästhetik und Masse. Genau, und der Bekanntheitsgrad von dem Sport ist auch viel größer geworden jetzt. Richtig. Viel ansehbarer und sowas. Das hat das auf jeden Fall gepusht. Und dann, wenn du dann mal in dieser Klasse bist, in der Classic Physik, kannst du dann immer noch entscheiden, willst du weitermachen oder willst du nicht. Früher hattest du das nicht, du hattest die Men's Physik. Genau. Also das, entweder das ist Extreme, dieses Men's Physik oder dann offene. Ja. Oder ganz, Bodybuilding. Ganz, ja, also ganz früher gab es ja nur Bodybuilding. Oder nur Bodybuilding. Früher gab es nur diese 2-2er und dann also quasi 202 und dann die offene Klasse. Und ja, ganz, 202, ganz, dann später gab es nur noch die offene Klasse. Da gab es ja nur die offene Klasse. Ja, richtig. Und wenn du nicht genug Muskel hattest, dann musstest du zu daheim bleiben. Ne? Da gab es nur entweder oder. Entweder oder, genau. Ja. Ja. Und jetzt gibt es halt so ein Zwischending, wo jeder dann halt auch mal vielleicht mal drauf sitzen bleiben kann und sich ein paar Jahre Gedanken machen kann, will ich jetzt vielleicht doch mehr oder... Will ich noch mehr draufpacken oder will ich das nicht? Richtig. Kann ich das oder kann ich das nicht? Ja. Habe ich die Genetik dafür oder nicht? Da hat man quasi die Wahl, dass man auch in der Classic Physik dann da weitermacht und dann vielleicht sogar die Olympia gewinnen kann. Richtig. Wie der Urs zum Beispiel. Ja. Den Urs sehe ich, wenn er so weitermacht und sich so weiterentwickelt, also der kann schon die Olympia gewinnen. Auf jeden Fall, ja. In der offenen, weil die Leute sagen, das ist die offene, das weiß ich nicht, ob er da noch so viel Muskel draufpacken kann, dass er mal die offene gewinnt oder in der offenen in Top 5 oder Top 10 ist, der Urs. Aber er ist auf jeden Fall Favorit für die Zukunft, die Classic Physik, dass er die sogar gewinnen kann. Deswegen wäre auch ein Quatsch, wenn so ein Athlet wie der Urs dann in die offene wechselt. Ja, richtig. Stimmt? Genau. Ja. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich genauso. Genauso, oder? Ja. Weil da ist ja die Zukunft, der bringt ja alles mit in die Klasse. Bei Urs, der bringt nicht nur die Muskelqualität, die Muskelmasse und die Linie für die Klasse mit. Bei ihm stimmt halt auch drumherum alles. Er ist sympathisch, er wirkt nicht überheblich. Die Lockerheit von ihm. Er weiß, wie er es zu tun hat. Er weiß, wie man sich bekannt macht. Er besucht ihn, er besucht jenen. Er geht dort eine Woche hin, dort und dort und dort und dort. Genau. Er macht sich keine Feinde, er schafft sich Freunde. Genau. Das ist halt in einem, das macht ihn überall in einem Sport, auf, ne? Wo vielleicht doch auch dann mal am Schluss die Prise Politik dazugehört. Oder Bekanntheit. Und Bekanntheitsgrad dann. Genau. Also bis jetzt macht er alles richtig. Ja, wenn dich dann halt, wenn es halt ganz knapp wird und da unten dich aber 4 von 5 Judges lieber mögen. Ja klar. Ja. Genau, das alles drumherum quasi, ne? Ja, richtig. Als Aushängeschild quasi auch für den Sport. Ja, richtig, richtig. So richtig gutes Aushängeschild. Natürlich. Quasi nicht nur für die Classic Physik, sondern auch für den ganzen Sport. Mit seiner Bescheidenheit und seinem Fleiß und immer gut drauf, lacht immer vor der Kamera, mit jedem freundlich, pflegt die Kontakte. Also bis jetzt macht er alles richtig und richtig. Deswegen da beim Urs soll auf jeden Fall in der Klasse bleiben. Ja. Also Urs ist auf jeden Fall auch gerade für Deutschland das Aushängeschild für die Klasse. Und ich glaube, wenn wir den nicht hätten, wäre die Klasse bei uns auch nicht so bekannt. Genau. Also wenn wir da so das pusht die Leute, motiviert muss, auch, ne? Ja, muss man also ehrlich sagen, wenn du da so ein unsympathisches Depp sitzen hast, ne? Genau. Ja. Irgendein Assi, gell? Ja, den nimmst du dir nicht als Vorbild. Ne? Auf keinen Fall. Ne? Also, stimmt. Aber wenn da jemand sitzen hast, wo du siehst, der hat die ganze Zeit Spaß an dem, was er macht. Man braucht die Lockerheit. Dann Spaß und Lockerheit. Motiviert dich das da doch auch selber da weiterzumachen. Genau, die Leidenschaft in dem, was man macht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt das gerne mal kommentieren, meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ihr könnt mich gerne auch unterstützen mit meinem Rabattcode Roland10 bei GN und bei God's Rage. Und damit wir weiter für euch so schöne Videos weiter drehen können. Dankeschön.